im CSD unterwegs in Lübeck und ich habe hier die beiden Frauen getroffen. Ich finde das toll. Also ihr setzt euch auch für Lesben ein. Sonst ist das ja immer auf dem CSD etwas männerlastig, würde ich mal sagen. Ich finde das gut, dass ihr auch hier euch so zeigt. Und ich habe schon erfahren, ihr macht auch eine tolle Arbeit hier in Kiel und auch in Lübeck. Mögt ihr euch kurz vorstellen und sagen, was ihr so macht? Ja, gerne. Wir sind die LIBS, das heißt Lesben in Bewegung. Und wir machen eine Freizeitgruppe hier in Lübeck und unternehmen einmal im Monat etwas gemeinsam. Wir fahren Kanu, wir gehen Polen zusammen und halten uns viel an der frischen Luft auf und versuchen gemeinsam etwas zu unternehmen. Und das ist natürlich schön, auch für ältere Lesben hier einfach mal ein Freizeitangebot am Nachmittag zu machen. Ja. Das wird sehr gut angenommen. Ja, also es ist doch auch ein Bedarf. Sind das junge Menschen, junge Mädchen, die zu euch kommen oder auch ältere? Also es sind viel ältere Lesben, ja. Weil gerade für die Jungen natürlich viel angeboten ja. wird, viel Party, Disco, ja, Stammtische. Ja. Und unsere Erfahrung ist einfach, dass die älteren Lesben lieber am Nachmittag irgendwas unternehmen, einen Spaziergang zusammen machen, eine Radtour zusammen machen ja. Und dann noch ein bisschen klönen, ein bisschen Kaffee trinken. Ja. Und das bieten wir mit an und das wird tatsächlich viel angenommen, sodass man auch merkt, dass der Bedarf da ist. Das fand ich ja ganz prima. Und da habt ihr auch noch einen Wunsch an die Politik vielleicht? Ach, wir würden uns natürlich wünschen, dass auch die finanzielle Unterstützung noch ein bisschen breiter aufgestellt wird und der CSD natürlich finanziell unterstützt wird, ja. aber auch weitere Angebote, die hier außerhalb der CSD-Saison auch im weiteren Jahr stattfinden. Und da wünschen wir uns natürlich noch finanzielle Unterstützung, weil es immer meistens an den finanziellen Mitteln liegt, sodass solche Sachen manchmal nicht stattfinden. Ja, ich bedanke mich recht herzlich. Ich wünsche uns noch einen schönen CSD und euch insbesondere. Und danke für eure tolle Arbeit, die ihr hier macht. Und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.